Das sind quasi die Tore, ne? Die Ziellinie, wie auch immer. Es stellen sich jeweils zwei Teams ein. Eins hier, eins da. Der Startspieler halt an die Sau. Die anderen beiden gleich dahinter. Also wirklich so, dass halt nur der Startspieler die Sau erwischt am Anfang. Wenn es dann losgeht, irgendwer schreit dann halt von uns: Hey! Anschuss, was auch immer. Da ja, krieg ich hin, krieg ich hin. Mit der hin? Dann schnappt sich der Startspieler den Sau. Dort. Und die Sau, nicht mich! Dann versucht, das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen, auch der Rabiat wird sich alle weg versehen. Schnappt sich die Sau und versucht sie hinter die Linie zu bringen. Zuschauer werden nach Möglichkeit nicht verletzt. Mit hinter die Linie bringen meine ich jetzt nicht da irgendwo dahin werfen. Du musst deinen Arsch schon hierher bewegen. Und hier, ne, fallen lassen ist okay, was auch immer. Oder halt da. Oder da? Ja, wir haben auch ein paar dumme Leute hier. Machen wir uns das zweimal klären. Man kann sie, man kann die Sau zwischen den alten Teamspielern hin und her werfen, das ist okay? Ja. Und wenn, wenn du die Hand nimmst und als zweiter Mann steht, wenn du dich schon hier, kann ich nicht mehr leben. Ja, also ist eigentlich völlig in Ordnung. Aber nicht vom Startschuss. Du musst halt beide gegen werden. Der erste Spieler, der sich aufsammelt, kann sie halt nicht einmal ins Tor werfen. Das stimmt. Werfen sowieso nicht, weil er ja, muss ja seinen Arsch einbewegen. Richtig. Aber das Schwein kann geworfen werden. Das Schwein kann geworfen werden. Ja. Musst du ja sogar. Du kannst es übergeben, du kannst es werfen, du kannst es auch per Lied überbringen, wie auch immer. Alles klar. So, und hier gesprochen halt, ja, es kann ein bisschen rabiater sein, ihr dürft euch Tackle schubsen, was auch immer. Aber nicht unbedingt mehr als auf dem Level von einem normalen Zombie-Spieler, Nahkampf halt. Ne? Wir wollen hier so keine Verletzten sehen. Wenn ihr natürlich wisst, weil ihr überhaupt zusammen gekämpft habt oder sowas, dass ihr Schrank gegen Schrank prallen oder so, ja, ne? Die das funktioniert. Wenn ihr dann okay, dann könnt ihr ja auch eine Show liefern. Ne? Aber ihr müsst in erster Linie davon ausgehen, dass die Leute auf die Linie stellen, nicht unbedingt umgerannt werden sollen. Habt ihr das verstanden? Na klar. Ja. Übrigens haben wir den Torwächter da hinten. Wer schummelt? Der Schiedsrichter passt auf. Es gibt bei uns. Es gibt sicherlich ein paar Spieler hier, die was abgesprochen haben innerhalb der Teams. Wir haben, glaube ich, neue Dreierteams. So ein bisschen, was ist das? 1,94. Ich glaube, wir haben ein neues Dreierteam, das sich anmeldet. Ja, vielleicht wollen wir auch noch mitmachen. Ne? Wie gesagt, es gibt halt wahrscheinlich Absprachen in den Team. Wenn es etwas rabiater aussieht und alles in Ordnung, dann ist es ein bisschen Überraschung hat. Wenn irgendwas völlig schief geht, also wenn irgendwer blöd auf den Stein fällt oder Knie in den Bauch oder irgendwas, was wirklich nicht cool ist. Laut Stopp schreien! Richtig, stopp. Hört ihr mir noch zu? Ja. Ja! Geht das jetzt langsam los oder was? Willst du die Sau sein oder was? Können wir kurz einmal. Was? Achso, keine Waffen oder sowas, ne? Ja, ihr geht unbewaffnet in den Feld. Wenn eins auf ein Team tot ist, dann haben wir doch auch die Lage gerade. Scheiße! Wir haben eine Sonderregel. Eine Erlaubnis. Es geht jetzt nicht los. Es geht jetzt nicht los. Ja, das sind ganz nette Leute. Nein, schauen wir zu. Hey, ich glaube, ich schaue nur zu. Heißt das, Waffen sind erlaubt? Nein. Zieh die in die Zähne. Die sind der dicke auf mich schmeißen. Ja. Die haben gesagt, wenn ihr ihre Waffe einsetzt, kriegen die kein Mondschein. Ja, ja. Die sind also zart. Das heißt, wenn man keine Waffen nimmt, kriegt man auch jeden Fall Mondschein? Nein, du kriegst die Worte im Mund. Also, weil ihr noch kann, ist die Sache, die treten jetzt auch nochmal ehrenamtlich an hier. Man kann mit dem reden, unglaublich. Ich rede auch. Und wir haben gerade gesprochen, niemand hat sich die Waffenstillstand. Das ist natürlich richtig.
bisschen blöd, Alex. Ich glaube, wir machen es nicht. Also, wir haben Team 1. Ein Punkt und Sieg. Auch wegen den Klamotten und so, weißt du?